Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich wieder ein Wunschrezept, denn eine Zuschauerin hat sich einen ganz einfachen Kuchen gewünscht. Und da habe ich heute ein ganz, ganz leckeres Blechkuchenrezept für euch ausgesucht. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit dem Belag. 80 Gramm Mohn, 40 Gramm Zucker, 200 Gramm Milch. Dann benötigen wir noch 30 Gramm Hartweizengrieß, 30 Gramm Butter und ein Ei der Größe M. Als allererstes geben wir nun den Mohn in den Mixtopf und mahlen den bei 35 Sekunden Stufe 9. Jetzt ist der Mohn schon gemahlen und jetzt schieben wir wieder alles mit dem Spatel nach unten. Und dann geben wir einfach nur alle restlichen Zutaten in den Mixtopf und verrühren das Ganze erstmal für 5 Sekunden auf Stufe 5. Und jetzt stellen wir den Thermomix auf 6 Minuten, 100 Grad, Stufe 2,5 und lassen das Ganze ein bisschen aufkochen. 6 Minuten sind um. Jetzt füllen wir das Ganze einfach nur in ein Gefäß um, stellen das schon mal beiseite und dann kann das Ganze abkühlen. Und danach kümmern wir uns schon mal um den Kirschbelag. Wir benötigen 2 Gläser Kirschen. Hier habe ich Schattenmorellen verwendet. Die schon mal abgetropft. Dann 55 Gramm Stärke, 50 Gramm Zucker und 350 Gramm von dem Kirschsaft hier. Den Mixtopf, den habe ich schon mal durchgespült, also so mit diesem Schneebesen quasi. Also ihr müsst ihn nicht richtig sauber machen, einfach nur, dass die ganzen Mohnstreusel da draußen sind. Dann geben wir den Kirschsaft hinzu. Beim Kirschsaft immer aufpassen, der macht ganz fiese Flecken. Dann den Zucker. Und die Speisestärke. Bei der Stärke immer schön alles rausholen aus dem Gefäß, beziehungsweise wenn ihr das direkt im Thermomix abwiegt, da verliert ihr auch nichts. Und dann wird das Ganze erstmal für 5 Sekunden auf Stufe 5 vermischt. Und jetzt stellen wir den Thermomix auf 4 Minuten 30, 100 Grad Stufe 3 ein. Die Kirschen, die habe ich jetzt schon mal hier ins Glas umgefüllt und jetzt nehmen wir quasi den angedickten Kirschsaft. Ich zeige euch das mal so. Der sieht ja sogar richtig geleeartig aus. Aber der ist noch ganz weich und cremig. Den fülle ich jetzt einfach zu den Kirschen um. Und dann verrühren wir das einfach schön. Und danach stellen wir das auch beiseite und dann kann das erstmal abkühlen. Für den letzten Belag, das sind nun die Streusel, benötigen wir noch 95 Gramm Zucker, 170 Gramm Mehl Typ 405, dann 120 Gramm Butter in Stücken und die am besten kalt und außerdem noch 15 Gramm selbstgemachtes Vanillezucker. So, die Streusel, die funktionieren jetzt natürlich am einfachsten. Wir geben einfach nur alle Zutaten in den Mixtopf und lassen das Ganze für 15 Sekunden auf Stufe 6 vermischen. Die Streusel, die wir gerade eben schon mal hergestellt haben, die habe ich schon mal im Kühlschrank gepackt, damit die noch mal schön kühl bleiben. Und jetzt kommen wir zum letzten Schritt von allem, nämlich den Rührteig. Und dazu zeige ich euch erst einmal die Zutaten. Wir benötigen 160 Gramm Butter, die schon mal in kleinen Stücken geschnitten und am besten zimmerwarm. 200 Gramm Zucker, 3 zimmerwarme Eier Größe M. 160 Gramm Milch, die am besten auch schon warm. 330 Gramm Mehl, dann benötigen wir noch 2 Teelöffel bzw. 2,5 Teelöffel Backpulver und eine Prise Salz. Als erstes kommen jetzt die Butter, Zucker und die Eier in den Mixtopf und das Ganze wird dann schön schaumig gerührt für 30 Sekunden auf Stufe 4.
Jetzt geben wir eigentlich nur noch die restlichen Zutaten in den Mixtopf und verrühren das Ganze für 30 Sekunden auf Stufe 5. Dann sind wir schon fertig. Ich verrühre immer alles nochmal mit dem Löffel, damit man einfach auf Nummer sicher geht, dass nirgendwo irgendwelche Reste geblieben sind. Dann habe ich mir hier schon mal ein Backblech vorbereitet mit einem Backrahmen. Wenn ihr, also wenn es euch egal ist, wie der Kuchen aussieht oder wenn es euch nicht so wichtig ist, dass es genau gerade ist, dann könnt ihr auch einfach ein Backblech mit einem hohen Rahmen nehmen und das da reinfließen lassen. Und dann füllen wir den Teig einfach hier drauf. Den Backofen habe ich im Übrigen auch schon auf 180 Grad Ober-Unterhitze aufgewärmt. Und jetzt nehmt ihr euch am besten hier so einen Spatel zur Hand. Damit geht es einfach am einfachsten. Und verrührt den Teig einfach glatt. Und jetzt schichten wir das Ganze einfach nur quasi der Reihe nach. Einmal als allererstes die Kirschen am Rand entlang. So, jetzt habe ich das Ganze endlich fertig geschafft mit dem Schichten. Und jetzt wandert der Kuchen wieder bei dem vorgeheizten Backofen bei 180 Grad für ca. 35 Minuten. Ich mache es immer in die unterste Schubleiste rein. Also bis gleich. Schaut mal, ihr Lieben. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe das jetzt hier auf so einem Tortenheber schon mal drauf portioniert. So kann man das Ganze dann irgendwohin mitnehmen, wo ihr es auch immer vorhabt mitzunehmen. Der Blechkuchen eignet sich immer perfekt dafür, wenn ihr was für viele Leute machen wollt. Also der schmeckt wirklich absolut appetitlich. Ich hoffe, ihr probiert das Rezept mal aus. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ihr mir einen Daumen nach oben oder schreibt mir unten in den Kommentaren, wie ihr das Video findet oder das Rezept, eher gesagt, und ob ihr es ausprobiert habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.